Aber ist dir mal aufgefallen, oder ist ihm mal aufgefallen, dass der Sheriff so viel Schrecken verbreitet hier? Ja. Und dann, warum ist das so? Ja, weil er recht hat. Ich vermute, dass er einfach Angst um seinen Posten hat und sich da versuchen will, durchzusetzen irgendwie. Aber ich glaube, das wird nicht mehr lange klappen. Und was ist, wenn diese Angst, dass er seinen Posten verliert, wirklich mal eintreten sollte? Ich wollte gerade sagen. Oder diese Situation. Das, also ich will jetzt hier nichts sagen, ne? Aber kann man nicht hier Wahlen machen oder sowas? Ist das nicht gesetzlich so geregelt? Gibt es hier überhaupt Gesetze so? Also, man könnte ja... Also in der Stadt, wo wir herkommen, da war das zumindest so. Wie, wo Sie herkommen? Ja, wir sind ja aus einer anderen Stadt. Wir sind ja ein Zirkus, der hier so auf der Durchreise war. Und welche Stadt, wenn ich fragen darf? Bitte? Welche Stadt, wenn ich fragen darf? Wir waren in der Stadt Colorado und sind halt, wie gesagt, unterwegs gewesen mit unserem Wagen, mit der Kutsche, die leider nun kaputt gegangen ist und ja. Und wo steht Ihre Kutsche jetzt? Die Kutsche haben wir weggebracht. Ist Colorado in der Nähe von Disicacaland? Ich glaube schon, ja. So 2 Tagesritt. Ah, okay. Mhm. Was stellen Sie so in Frage hier jetzt? Nur so, also gar nicht. Vielleicht könnte ich die ja mal sehen und reparieren vielleicht. Also ich kenne mich mit Kutschen relativ gut aus. Mich stellt hier gerade die Frage, warum Sie meine Kutsche sehen wollen. Also ich wollte Ihnen eigentlich nur helfen. Ich meine, Sie haben ja von Anfang an, soweit ich es mitbekommen habe, nicht gesagt, dass Sie in der Stadt mich bleiben wollten. Fragen vor allen anderen, ja, und wir können das fragen, wo meine Kutsche ist. Ist Ihnen das unangenehm mit der Kutsche? Ist Ihnen das unangenehm? Überhaupt nicht. Dann können Sie mir auch mal die Kutsche zeigen und vielleicht kann ich Ihnen ja helfen. Dann können Sie ja so schnell wie möglich wieder aus dieser kleinen Stadt raus. Können Sie mal alle nicht so nahe kommen? Natürlich kann ich die Kutsche zeigen. Ist ja klar. Ja, okay, dann bitte euch. Können wir das jetzt gleich machen, oder? Nee, jetzt geht's leider nicht. Ja, aber wieso? Der Tag hat doch gerade erst angefangen. Können doch jetzt eigentlich aufbrechen. Herr Max, ja. Ich will nichts sagen, aber Sie machen sich gerade sehr verdächtig, wenn ich das sage. Jedes Mal, wenn man Sie anspricht, dann verteidigen Sie sich sofort. Ach komm, Quatsch. Erlassen Sie. Ich bin ja mit anderen Personen hergekommen. Mit Herrn LP, mit Herrn Verzögerung und Herrn Zone. Den kennen Sie ja nun auch am besten, Herr Zocke, ja? Ja, genau. Richtig, ne? Und die haben die Kutsche versteckt, während ich mit Herrn Warum Bergmann... Warum verstecken Sie Ihre Kutsche? Nicht wollten, dass das sofort auffällt. Wir sind vom Zirkus, wir haben komische Dinge da drin. Wir wollten nicht, dass das irgendwie komische Unruhe Dinge? Schafft. Komische Dinge? Ja, haben Sie schon mal einen Zirkus gesehen? Dinge? Kennen Sie das als Indianer-Zirkus? Schon mal gehört? Natürlich. Jetzt sind Sie aber auch ein bisschen rassistisch, oder? Überhaupt nicht. Wenn Sie mich jetzt hier so darstellen wollen, als... So. Also ich spüre hier ein ziemlich großes Streitpotenzial, also... Na, das gefällt mir jetzt ja nicht so. Mir gefällt das auch nicht. Ich zeige Ihnen die Kutsche. Sobald die Jungs da sind, dann zeige ich Ihnen die Kutsche. Gar keine Frage. Okay. Vor allem, was sowieso ganz merkwürdig ist, sobald wir hier angekommen sind, ja... Oh, hallo. Sobald wir hier angekommen sind, ja... Hier stand nichts. Hier stand nichts. Der Sheriff war hier, ja, und sein Gehilfe da, wie hieß er noch? Der Selbstgespräch, den ich nun auch schon wahnsinnig lange nicht mehr gesehen habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, das stimmt. Ganz komisch, ja. Und aus dem Nichts kommen hier Indianer, nichts, dass ich so schlimm finden würde, ne? Dann kommen hier noch andere Personen hin, aus dem Nichts. Moment, ganz, Moment. Aber wissen Sie, vielleicht Moment, ist das ja auch ganz normal, so sein Das ist überhaupt nicht normal. Der Sheriff selber hat gesagt, dass das nicht normal ist, dass hier Leute hinkommen, in dieser gottverlassenen Gegend, ja? Wir wollten hier nicht mal hin, wir wollen noch Durchreise. Herr Max, wie Sie schon gesagt haben, das alles ist erst ab dem Zeitpunkt passiert, wo Sie hier auch aufgetaucht sind. Ja eben, genau, das ist doch die Frage, warum ist das so? Also muss es doch mit Ihnen zusammenhängen und mit Ihrem Wieso? Sind Sie uns alle hinterher geritten? Wer weiß? Ich kann gar nicht reiten. Wieso nicht? Naja, ich kann's einfach nicht. Manche Leute können halt Dinge nicht und ich kann nicht reiten. Ist jetzt aber schon ein bisschen peinlich, oder? Ein bisschen vielleicht, ja. Naja. Ich hätte gedacht, also wenn in so einer kleinen Runde. Gegen Gold, also könnte man bestimmt was einrichten. Ich könnte Ihnen da bestimmt helfen. Ach, so, ich dachte, gegen Gold verschreibt man das jetzt. Indianer raus, natürlich. Was heißt denn jetzt hier Goldgier? Goldgier. Ich will nicht sagen, aber Gold braucht man vielleicht auch irgendwo für die Zucht und ich muss meinen Bestand ja auch aufrechterhalten, nachdem hier irgendwelche Pferdediebe umher. Ja, Max, Sie wirken echt ein bisschen feindselig gerade. Nun kommen Sie mal wieder runter. Ich fühle mich total angegriffen hier. Vielleicht liegt das daran, dass Sie hier irgendwie jeden angreifen? Überhaupt nicht. Ich fühle mich hier wirklich so ein bisschen angegriffen und zur Schau gestellt, muss ich ganz ehrlich sagen, ja? Vor allem von ihm, was haben Sie denn jetzt, Herr Ness? Ich fand es bloß ein bisschen unerhört, wie Sie Frau Wesley da einfach so angegriffen haben, so ein bisschen. Hab ich doch gar nicht, sie hat doch angefangen mit meiner Kutsche. Womit habe ich angefangen? Naja, vielleicht können wir uns jetzt einfach wieder alle ein bisschen beruhigen, alle ein bisschen runterkommen, dann geht das schon. Mich würde ja nochmal interessieren, warum Sie jetzt auf einmal hierher kommen. Ist es so, dass Sie in die Indianerstadt abgeschoben wurden oder
Oder sind sie da freiwillig? Leben sie da freiwillig? Oder wollen sie insgeheim hier in dieser Stadt wohnen? Ich verstehe das nicht ganz, weil sie ja sich öfters hier in dieser Stadt blicken lassen, obwohl sie ja drüben schon eine Stadt haben. Können Sie das vielleicht mal erklären? Ja, momentan sind halt so wenig Leute unterwegs und hier ist halt was los für den Handel und so weiter. Das ist hier ganz gut. Mit was handeln sie denn so, ja, wenn ich fragen darf? Pferde, nicht persönlich. Ja, Pferde, ja. Achso, helfen Sie der Frau Wesley? Nee, oder? Ich verkaufe Heiltränke und andere Tränke der Indianer. Herr Nest, vielleicht können Sie da ja mal ein paar Getränke in Ihrem Laden anbieten? Ja, uns reicht eigentlich der Kakao. Wir wollen jetzt natürlich auch den anderen Geschäften noch was oder anderen Händlern nicht alles wegnehmen, natürlich, ne? Ach, Säfte übrigens, bieten Leute, wir ja auch zum Beispiel nicht an. Ja, ach übrigens, und wenn ihr mal irgendwie abends Lust auf was zu essen habt, also der Kussenbratladen hat jetzt ein sozusagen, ja, da kann man auch Essen bekommen, wenn niemand da ist sozusagen. Das wollte ich nochmal kurz. Genau, einfach hinter das Haus gehen. Nicht schlecht, genau. Da haben wir jetzt einen kleinen Angestellten, der da, doch, der braucht nicht so viel Schlaf, der macht das gerne. Und demnächst gibt es auch ein spezielles Café oben auf dem Berg. Man kann es eigentlich gar nicht übersehen, aber das dauert noch, bis es eröffnet. Also, gibt es da auch eine Eröffnungsfeier? Das wäre schön. Ich hoffe mal, dass ich das einrichten kann. Aber ich brauche noch ein bisschen Kaffee und so weiter. Haben Sie vielleicht schon mal davon gehört? Sie sind doch Indianer, Sie kennen sich das aus mit Kräutern und so weiter. Kaffee, sagt Ihnen das was? Denn ich persönlich weiß gar nicht, wo ich das finden kann. Und naja, ich habe einfach gedacht, ich baue mal ein Gebäude, aber jetzt weiß ich gar nicht, wo ich meine ganzen Lebensmittel herbekommen soll. Ist da vielleicht irgendwas? Das ist natürlich also, falls ich bestens finde, vorbereitet. Gebe ich Ihnen. Okay, gut, ja, ich weiß, ich bin immer so ein bisschen übermütig, aber Sie wissen, ich bin halt ein bisschen verplant, seitdem ich meinen Unfall hatte. Ach, Sie wissen ja. Ja, na klar. Das müssen wir jetzt ja auch nicht hier nochmal aufholen. Nein, natürlich nicht. Wenn noch irgendwas ist, ne, wir haben uns nie gesehen. Wenn Herr Takaishi fragt, natürlich nur. Das ist natürlich sehr offen. Ich will hier nicht in die Schwierigkeiten kommen wegen Indianern, was ich jetzt ja nicht schlimm finde, ne, also will ich nochmal klarstellen. Warum betont Sie das so überdeutlich? Anfangen, die Leute nicht so gleich zu verurteilen und mit Fragen zu löchern, ja, das kommt vielleicht nicht so wahnsinnig sympathisch rüber. Nur so nebenbei. Okay, gut. Dann macht's gut. Tschüss, war lustig. Schönen Abend. What the fuck? Herr Nest, jetzt sagen Sie doch mal ehrlich, das ist doch mehr als merkwürdig. Ja, irgendwie benimmt sich ja jeder merkwürdig, habe ich das Gefühl. Sie aber eingeschlossen. Ich weiß nicht. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Naja, die Leute erwähnen da nur was, dass sie irgendwo drin verwickelt sein könnten oder so und schon. Ich hab nichts gemacht. Ich habe mich nur aufgeklärt. Naja, sie rechtfertigen sich andauernd und betonen Dinge sehr häufig. Vielleicht ist es auch einfach nur ihre Art, aber es kommt ein bisschen merkwürdig rüber, muss ich da sagen. Alles klar, dann. Ich werde dran arbeiten. Na klar. Schönen Abend. Ja, Ihnen auch. Auf dann. Tschüss. Oh, hallo, Frau Hiyori, guten Tag. Hallo, Herr Max. Hallo, Smalemeite. Was denn jetzt los? Nix, soll ich Sie allein lassen? Dass Herr Zocki da irgendwas macht. Hey, kannst du mal ein bisschen ruhig machen hier? Ist okay, ist okay. Wir können auch zu dritt, bleib ruhig hier. Zu dritt? Ja, man kann auch zu dritt. Wir können auch also alleine. Miteinander, ja, also Frauen, ich hab Bücher gelesen, Marc. Hallo. Ach stimmt, ja, Sie haben ja eine Bibliothek, ne? Da könnte man sich natürlich ein bisschen umgucken. Aber da müssen wir ruhig sein, da müssen wir ganz leise sein. Sonst kriegen wir Ärger. Ja, stimmt, der Sheriff ist da nicht so. Oh, hallo. Was machen Sie hallo. Da? Guten Tag, ne, ich bin nur am nächtlicher Spaziergang. Wir sind schon ganz gut besetzt eigentlich. Weg! Hey! Also,